Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem ganz, 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 ganz anderen Video diesmal. Vielleicht machen wir jetzt eine neue Serie auf. Fabrizio antwortet auf eure Nachrichten. Vielleicht machen wir eine neue Rubrik auf, so, wo ich einfach mal auf Kommentare reagiere, auf Instagram-Messages und sowas so reagiere. Und genau das mache ich jetzt, weil ich wurde gebeten, von einer Zuschauerin ein Geburtstagsgruß rauszugeben. Also an dieser Stelle, liebe Olga, ich glaube, so war der Name. Jawohl, liebe Olga, alles Gute, vielleicht jetzt nachträglich, ja. Alles Liebe und Gute, ich wünsche dir viel Gesundheit, nur das Beste für dich, auf deinem Heilungsprozess, nur das Beste. Liebe geht raus, ja. Auf jeden Fall, alles, alles Liebe und Gute. So, weil deine Freundin Aline hat mir letztens geschrieben auf Instagram, hat auch gesagt, ich darf die Namen nennen. Normalerweise mache ich das ja nicht. Ich habe sie extra gefragt, ob das legitim ist, ob ich den Namen öffentlich sagen darf, weil ich normalerweise alles anonym mache. Und sie hat gesagt, es ist kein Problem, es ist okay. Deswegen mache ich da mal diese Ausnahme. Ich lese mal ihre Nachricht vor. Hey, ich wollte dir einfach mal Danke sagen, dass du in deinen Videos über Narzissmus aufklärst. Meine Freundin Olga ist auf deinen YouTube-Kanal gestoßen, da wir beide in die Falle von Narzissten gelaufen sind. Jahrelanger psychischer und teilweise auch physischer Gewalt ausgesetzt waren. Gemeinsam und auch mit deiner Hilfe verstehen wir, dass wir uns, was uns passiert ist, nun so viel besser. Zum Glück gehört dieses der Vergangenheit an. Sehr gut. Und ich bin dankbar, dass meine Freundin Olga einer der empathischsten und liebsten Menschen für mich da war. Daher mein Anliegen an dich, weil wir deine Videos inklusive deiner Kaffeepausen, englischen Sprüche und Humor so sehr feiern, wollte ich dich fragen, ob du meiner Freundin Olga einen Geburtstagsvideogruß hinterlassen könntest. Sie würde sich sicher sehr darüber freuen. Deswegen alles Liebe und Gute, Olga. Ich wünsche dir nur das Beste. Auf jeden Fall. Danke nochmal für deinen Input, all deine Videos und dass du deine Erfahrungen und Wissen mit der Außenwelt teilst und damit vielen Menschen weiterhilfst. Liebe Grüße, Aline. Deswegen erstmal coole Nachricht von Aline, ja, dass sie so auch an ihre Freundin denkt. Finde ich sehr süß, finde ich sehr gut, finde ich sehr aufmerksam. Also danke auf jeden Fall für diese Nachricht auf jeden Fall. Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was vorbereitet. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal auf ein paar Messages reagieren. Ja, das war der Geburtstagsgruß, wie versprochen. Ja, aber es steht ja, Fabrizio reagiert auf eure Nachrichten. Ich habe auch noch eine andere geile Nachricht bekommen und die will ich euch auch vorlesen, was ich da ab und zu mal für Nachrichten bekomme. So, danke dir, lieber Fabrizio, du bist ein so lieber Mensch. Das merkt man alleine schon durch deine Art und Weise, also das ist jetzt eine andere Zuschauerin, Art und Weise, wie du in deinen Videos sprichst. Mir geht es immer etwas besser, wenn du mir geschrieben hast. Deswegen, wir haben ein paar Mal jetzt geschrieben und sowas. Und das berührt mich halt. Das berührt mich halt, sowas zu hören. So viele haben mir schon geschrieben, hey, du hast mich gerettet. Und ich sehe es in den Kommentaren, ich sehe eure Kommentare und sowas. Und da geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, meine Messages kommen an, das, was ich tue, kommt an und es hat einen positiven Effekt auf euch. So, das ist crazy. Das ist crazy. So, jedes Mal, ich lese das und mir geht das Herz so krank auf. Deswegen, das ist crazy. So, ich guck mal noch nach guten anderen Kommentaren, weil ich ja auch nicht so interagiere mit euch in der Kommentarzeile. Aber vielleicht mache ich jetzt diese neue Rubrik auf, wo ich dann einfach im Nachhinein mir ein paar gute Kommentare durchlese. Die Hater, die lassen wir mal jetzt komplett weg, vielleicht aus Spaß, so lese ich mal was vor, so, aber nee, ich will jetzt wirklich nur meine Supporter auch zurück supporten. Danke für euren Support, danke für eure Unterstützung, danke für eure Kommentare auf jeden Fall. Ohne euch wäre das hier nichts. Deswegen, ich stopp jetzt mal, such mal in meinem YouTube-Dingsbumster gute Kommentare auf jeden Fall oder vielleicht auch auf Instagram und sowas und dann komme ich zu euch zurück. So, da ist jetzt sogar ein aktueller, also von heute,
werde auch das Video direkt heute posten, also am 20. am Samstag. Deswegen, und das ist ein aktueller Kommentar. Wieder mal ein tolles Video, danke Fabrizio. Ich liebe die Art, wie du es rüberbringst, obwohl das Thema Narzissten eigentlich zum Heulen ist, muss ich bei dir immer lachen. Danke, mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Deswegen, das ist das Geile, wenn ich auch so bei solchen Themen trotzdem Menschen so ein Lachen rausziehen kann und sowas. Und das habe ich mir damals auch gedacht, weil ich habe so viele Content Creator so verfolgt, auch gerade mit diesen narzisstischen Themen und sowas. Und ich habe das immer gesehen, es ist immer das gleiche Spiel und keine Lockerheit und so, es ist alles so, so starr und so steif und so. Man ist ja schon durch diesen Missbrauch gegangen. Es reicht ja schon, dass das dich so traumatisiert hat. Ich brauche dich auch nicht noch zu traumatisieren und noch runterzuziehen und sonst was. Nee, dafür ist meine Vibration zu hoch, dafür ist meine Energie zu hoch, dafür bin ich zu positiv gestimmt. Und ich habe auch von einer anderen Zuschauerin, auch sie hat mir so geschrieben, dass eine andere sich meinen Content mal angeschaut hat und die hat jetzt nichts mehr mit der zu tun. Die hat auch gesagt, ja, ich kann mir den seinen Content nicht reinziehen, weil der ist zu positiv. Das ist halt auch das, ja, was ich dann manchmal merke. Ja, schäm dich, wie du das rüberbringst. Und ich habe auch in der Vergangenheit mal so einen Kommentar da gelesen von einer Haterin. Habe ich ja auch in einem Video, in einem älteren Video, jetzt gar nicht mal so lange her, habe ich das ja auch erwähnt, wie sie so gesagt hat, ja, schäm dich, wie du das rüberbringst, Narzissten ist ein ernstes Thema, so wie du das machst, oh, ohne T-Shirt und Kaffee trinken und schäm dich, Junge, das kommt natürlich dann auch, weil die Leute einfach zu depressiv sind, zu kaputt. Ich verstehe es zwar, aber meine Art ist einfach anders. Ich gucke anderen Content an von anderen Content-Creatern, so Mental Healness, dieser, wo ich öfters mal erwähnt habe in meinen Videos, ich feiere den Dude, der ist zwar ein Narzisst, der ist zwar ein diagnostizierter Narzisst, Self-Aware Narcissist, aber der hat auch Humor, ist cool, bringt die Message auch cool rüber, ist nicht so steif und sowas. Und von dem habe ich mir auch, muss ich ehrlich sagen, nee, nicht alle vieles abgeguckt, aber von dem habe ich mich inspirieren lassen. Weil es muss nicht immer so, ja, Narzissten so, alles so abgerattert und alles so abgehackt. Nein, Alter, locker, cool, relaxed. Wie als würde ein Freund zu euch sprechen. Ich habe auch oft Nachrichten von euch bekommen, so, ey, jedes Mal, wenn ich deine Videos sehe, es kommt mir vor, wie als würde ein Freund zu mir sprechen, bla bla. Das habe ich so oft gehört, diese Message, so, ey, jedes Mal, das fühlst du an, wie als würde ein Freund zu mir sprechen. Und das habe ich mir damals einfach gedacht. Ich hatte das Privileg halt nie, dass ich so einen besten Freund hatte, der so mit mir gesprochen hat. Und ich will euch das weitergeben, was ich nicht hatte. Ich will für euch der große Bruder sein, den ihr niemals hattet. Ich will für euch der Vater sein, den ihr niemals hattet. Ich will für euch das Vorbild sein, das ihr niemals hattet. Ich will für euch das Beispiel sein, das ihr niemals hattet. Ich will für euch die Inspiration sein, die ihr braucht. Das will ich sein. Deswegen, ich gucke mal nach weiteren Kommentaren. So, hier habe ich auch einen guten Kommentar, den habe ich auch heute gelesen. Der beste Spruch war, ich brauche einen starken Mann, den ich kann. Ganz komisch werden, das möchte ich aber gar nicht. Damals habe ich gelacht, ich wurde eines Besseren belehrt. Ich könnte ein Buch schreiben, das glaubt dir kein normaler Mensch. Ich glaube dir, ich weiß ganz genau, weil du musst immer darauf achten, was Narzissten sagen. Manchmal, oftmals, die verraten sich selbst, sie sagen dir ganz genau, was sie tun werden. Ja, ich kann komisch werden, ja, ich mache dies, ja, ich mache das, ja, ich hatte das auch mal mit einem Kollegen. Ja, wenn ich kein Geld habe, ich kann ganz komisch werden dann. Und ich habe auch gelacht und wurde dann des Besseren belehrt. Ja, habe ihm sogar noch Geld gegeben und im Nachhinein gesagt, komm, ey, Bro, du schuldest mir doch, glaube ich, Geld. Ich habe gesagt, Bro, ich habe dir sogar noch Geld gegeben, also was für Geldschulden und sowas. Und dann wollte er mich da auch abziehen. Da habe ich es auch gelernt, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wurde dann auch des Besseren belehrt, weil er wollte mich dann abziehen. Das ist lächerlich. Es ist lächerlich. Neuer Kommentar. Zum Nichtsmachen fällt mir gerade ein Spruch wieder ein, den ich mal gehört habe. Jeder trägt Verantwortung für das, was er macht und auch für das, was er nicht macht. Tolles Video und wieder wahre Worte. Regt sehr zum Nachdenken und zum Handeln an. Genau das ist meine Intention. Danke für deinen Kommentar. Freut mich sehr. Und sie schreibt auch sehr oft Kommentare, deswegen musste ich das gerade auf jeden Fall auch vorlesen. Genau das ist das. Ich gebe dir 100.000 Millionenfach Prozent recht. Es ist, du bist verantwortlich für das, was du tust und für das, was du nicht tust. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Straight on point. Auf jeden Fall. Ich denke, ich lese jetzt noch den allerletzten Kommentar vor.
dann ist genug auf jeden Fall. Und dann habe ich hier meinen Zweck erfüllt, mein Versprechen gehalten, denn ich habe Aline oder Alina oder Aline und Olga dieses Versprechen gegeben auf jeden Fall, so dass ich diesen Geburtstagsgruß mache. Aber ich habe mir jetzt gedacht, weißt du was, ich will nicht nur jetzt ein kleines Video machen, wenn, dann machen wir richtigen Content, machen wir es richtig und gehen auf Kommentare ein. Und dann, damit ist mir jetzt die Idee gekommen, vielleicht mache ich dann mal einmal in der Woche oder einmal im Monat, wo ich dann einfach auf ein paar Kommentare eingehe. Deswegen, dass ihr euch auch so appreciated fühlt, auch so wertgeschätzt und alles, ja. Weil ich bin ehrlich, ich hab 3 verschiedene YouTube-Kanäle. Ich mache so viel am Tag. Ich mache Musik und dies und das und Content. Ich habe keine Zeit, um zurückzuschreiben und in den Kommentaren. Das ist alles voll hier mit den Kommentaren. Wisst ihr, so, ich könnte da runterscrollen bis in die Unendlichkeit. So, das ist einfach viel zu viel. Das ist einfach viel zu viel zum Reagieren. Manchmal like ich dann oder so und antworte manchmal drauf. Aber meistens halt, ich lese das dann und reagiere dann im Video darauf. Sag dann öffentlich was dazu, so, und ich finde das besser. Ich finde das besser. Danke für die natürliche Art, wie du uns hilfst. Sehr, sehr gerne. Ihre Videos bringen es immer wieder auf den Punkt. Sehr, sehr gerne. Ah, ich mache auch Musik und bin Ultra-Visionärin. So wie du, ein Spirit. Ich bin das alles, was ich mache, immer gegen den Strom, immer mir selbst vertrauen. Ich bin mein Traum. Der Weg ist, was war, der ist, war immer eine so heavy Nummer. Ist genau wie du es sagst, immer im selben Glauben. Ist cool, so ein Talk darüber. Hab jetzt nicht genau verstanden, was du meinst, aber ja, danke. Danke auf jeden Fall. ja, sorry, das war, manche schreiben halt ein bisschen komisch, verstehe ich nicht ganz, aber ich verstehe so, was sie meint. Ja, der Weg ist das Ziel so. Und ja, ist natürlich eine heavy Nummer, sein eigenes Ding durchzuziehen und sowas und gegen den Strom zu schwimmen und sowas. Gerade wenn man Visionär oder Visionärin ist. Ja, ich hab's schon so verstanden, ja. Deswegen, ich guck mal noch nach einem richtig guten Kommentar. Und dann komme ich wieder zu euch zurück. Und dann beenden wir dieses Video auf jeden Fall. Deswegen, ist eine geile Nummer. Ist eine geile, vielleicht machen wir das jetzt wirklich. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob euch das Video gefallen hat, so in der Form. So, und ob wir das öfters tun sollen. Wie so ein Q&A, ja. Wo ich dann so ein Q&A mäßig mache, wo ich auf eure Nachrichten reagiere. Ja, wo Fabrizio auf eure Nachrichten reagiert. Wenn euch das gefällt, schreibt es in die Kommentare, ja. So, diesen Kommentar habe ich letztens gelesen, das hat mich sehr, 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 sehr hart berührt. Bruder, ich mache auch Musik. Deine Message ist ein weiteres Zeichen dran zu bleiben, weil einfach alles, was du sagst, genauso passiert ist und alles einen Sinn ergibt. Danke für deine Worte. Deswegen, wenn ich sowas lese und Leute schreiben auch immer, ey, dein Video kommt genau zur richtigen Zeit. Ey, ich habe das Video gebraucht. Das war genau das, was ich jetzt hören musste. Das kommt genau wie gerufen. Ey, kannst du Gedanken lesen oder sowas? Das ist crazy. Das zeigt, wir sind alle connected. Wir sind alle miteinander verbunden. Deswegen, Leute, hört nicht auf, Kommentare zu schreiben. Ja, deswegen, hört nicht auf, diesen Content zu unterstützen. Ohne euch wäre das hier nix. Ich bin euch so dankbar, ohne Scheiß. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo das alles nur ein Traum war. Und jetzt wird der Traum, kommt der Traum immer näher. Deswegen, das ist crazy. Das ist crazy. Deswegen an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank für all die tollen Kommentare. Ja, ich habe ja auch gerade so einen dummen Kommentar gelesen. Jetzt machen wir mal ein Hater-Kommentar. Ja, ein Hater-Kommentar. Ein Hater-Kommentar. Halbwissen. Besser, wenn man sich mal erkundigt, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung überhaupt ist. Pauschalisieren und polarisieren ist einfach. Wenn du es besser kannst, mach deinen eigenen Content. Das war dieser Kommentar, den ich schon vor ein paar Tagen gemeint habe, wo sie so da geschrieben hat, Halbwissen, du solltest dich mal da besser erkundigen, bla bla bla. Ich habe natürlich auch Hater als Beweis jetzt so, ja. Ich habe mir gesagt, ja, einfach mal für den lustigen Faktor, ja, damit wir mal ein bisschen lachen jetzt noch zu guter Letzt über die Hater, die dann irgendein Bullshit schreiben, ja, so Halbwissen, ne, vielleicht bist du jetzt gerade getriggert gewesen dann deswegen, I don't know. I don't judge you, alles gut, attackier mich weiterhin. In diesem Sinne, wenn ihr Bock auf ein persönliches Coaching habt oder ein persönliches Coaching braucht, wirklich braucht,
scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Guckt mal in die Videobeschreibung oder die Kanalbeschreibung. Dort sind alle Links verteilt, wo und wie ihr mich kontaktieren könnt. Deswegen, ich weiß, viele brauchen Hilfe und ich gebe sehr gerne Hilfe. Ich liebe es zu helfen, sodass wir ein Kollektiv voller gesunder Menschen schaffen und nicht, was hier in dieser toxischen Matrix passiert, dass ein Kollektiv erschafft wird von kaputten Menschen. Das ist meine Intention auf The Soul Channel. Das war von Anfang an meine Intention, einfach Menschen wieder gesund zu sehen, zu heilen und wieder zu stärken, Rückendeckung zu geben. Deswegen, love, haut rein, peace. Wir sehen uns wie immer in den nächsten Videos. Ciao.